Stories, legends, gathered from time to time. Nein, stopp. Kein Copyright hier. Und damit wollte ich mal einen lustigen Anfang versuchen. Yay! Solltet ihr diesen Anfang einordnen können, beziehungsweise genauer gesagt wissen, von welcher Story das ist, kriegt ihr einen dicken, fetten Keks, weil ich diese Serie abartig liebe. Das kann ich ja auch gerne mal wieder. Aber nun zum Hauptkern. Zu dem, was mich diese Story wieder nachdenken musste, als ich sie wieder geguckt habe. Warum fesseln uns Stories? Warum lieben wir sie? Warum saugen wir sie regelrecht auf? Ich meine, es ist nicht so wie Lebensmittel. Wir brauchen sie nicht. Wir könnten rein theoretisch auch ohne leben. Es gibt auch genug Stories, die im Leben passieren, die man sich anhören oder lesen könnte. Ich meine, es gibt bestimmt schon ein paar hundert oder tausend Biografien. Aber warum lieben wir es weiter, fiktionelle Geschichten zu entwerfen und sie, nun ja, aufzusaugen? Warum lieben wir es? Eigentlich ist das doch fast schon sinnlos, oder? Es sind Sachen, die passieren und teilweise nie passieren werden. Weil es zum Beispiel Fantasy ist. Magie. Mystische Wesen, die wir wahrscheinlich nie im... Storys sind vieles. Vor allen Dingen Sachen, die wir uns zum Teil wünschen. Ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, der Großteil der Menschheit hätte gern Magie. Einfach nur den Gedanke, ein Fingerschnipser und schon kann ich ein Problem retten. Oder es zumindest kleiner machen. Natürlich kommt es dann darauf an, was für Magie du hättest. Ich meine, sagen wir jetzt mal der Klassiker Feuer. Es ist eine sehr, sehr mächtige Magie. Aber genauso auch zerstörerisch. Und vor allen Dingen ist es eine Magie, die sich durch Gefühle stark beeinflussen lässt. Wut macht das Ganze explosiv wie eine Bombe. Aber bist du traurig, verlassen oder sonstiges, kann es sein, dass es im wichtigen Moment abkackt. Und dann hilft es auch nicht. Aber ich behaupte weiterhin, fast jeder wünscht sich Magie. Es gibt ein paar bescheidene Menschen, die sagen, nein, danke. Weil, wie gerade angedeutet, es kann sehr, sehr viel passieren. Aber der Großteil wird sich bestimmt, wie ich, auch mal wünschen, dass man zaubern könnte. Richtig zaubern, keine Zaubertricks. Thank you.
Küchen. Kennt ihr denn vielleicht die Gute hier? Muss ich jetzt mal aufpassen, dass ich nichts verlinke. Verlinke, jawohl. Egal. Ja, wie in einem, ich glaube im letzten P&Q angedeutet, gibt es heute ein bisschen Ferngirling. Und nach gefühlt 5 Millionen Jahren schaffe ich mal wieder ein Fernhard. Yay! Die Gute gehört zur Serie Recreators. Und diese Serie ist einfach viel zu unbekannt. Ernsthaft. Also gerade wenn ihr selbst jetzt Geschichten schreibt oder versucht, eure Charaktere lebendiger zu halten und überlegt, was könnt ihr jetzt, also ihr gebt euch zwar schon Mühe und habt so ein, zwei Randfacts schon im Kopf, aber ihr sagt euch einfach so, irgendwas fehlt noch, irgendwas, damit ich wirklich sage, okay, der Charakter, der sprüht vor Leben. Und ich habe gespuckt. Und man sieht es nicht. Aber jetzt wisst ihr es. Egal. Das ist gerade. Das ist einfach nur scheiße unpraktisch. Dann guckt euch bitte diese Serie an. Und weil, also ganz grob erklärt, geht es darum, Seriencharaktere erwachen plötzlich zum Leben. Also zuerst knistert mehr oder minder der Bildschirm. Dann fängt es an, Pixelparty zu geben. Und ich habe mich verleint, scheiß drauf. Und dann kommen sie aus dem Bildschirm geploppt. Oder was der Protagonist hatte, er wird erst plötzlich in der Welt von dieser Folge. Beim anderen kommen die rausgeploppt. Und sonst sieht man nicht wirklich, wie sie es rausschaffen. Aber sie sind dann halt plötzlich im echten Leben. Und auch schon allein an den verschiedenen Reaktionen der Charaktere, wie reagieren sie plötzlich, wenn sie woanders sind? Ich wünschte echt, zu einigen Charakteren könnte ich wirklich diese Serie sehen, aber die sind natürlich alle erdacht, wie auch die Serie. Also es ist jetzt nicht eine zusammengewürfelte Adoption, sage ich jetzt mal, dass die halt wirklich von einer Serie kommt, die du dann watchen kannst. Leider nicht. Weil gerade von ihr hier hätte ich unglaublich gern die Serie gesehen. Megane heißt sie. Das weiß ich auch nur dank den Dateinamen. Yay! Und ihren Namen kann ich nicht aussprechen. Ich weiß, wie man ihn schreibt, wenn ich die Datei öffne. Weil ich zum Abspeichern mir dreimal, weil ich daneben dann halt so die Suchoption hatte, wo ich es richtig stehen hatte, sonst hätte ich es mir auch nicht gemerkt. Chilis, ja. Ja, so heißt sie. Entschuldigung. Aber wie gesagt, es geht darum, dass halt Charaktere plötzlich im echten Leben sind. Aber es ist nicht, weil ein Creator. Warte. Nein, ich glaube, Creators waren die Figuren gemeint. Weil ein Künstler dann seine Wesen zum Leben erweckt hat. Es ist einfach scheiße unpraktisch. Hier ist meine Hand und will leihen und dann komme ich halt daneben und es. Ich habe aber keine bessere Option und ich will halt nicht immer denselben Filmwinkel haben. Egal. Es ist nicht, weil ein. Verdammt. Weil ein Künstler es irgendwie geschafft hat, seine Figur zum Leben zu erwecken und dann kommt ein Dominoeffekt. Nein, es ist. Weil eine erfundene Figur es geschafft hat, einen Weg zu finden, die ganzen anderen Kreaturen in die richtige Welt zu ziehen und ursprünglich dafür gedacht werden, dass die Welt einfach nur zerstört werden, aus verschiedenen, gerade psychologischen Aspekten. Und dann kommt sie halt nach und nach alle zu ihrer eigenen Wahrheit und entscheiden sich, wollen sie jetzt diese böse, böse Welt zerstören, die ihnen so ein Kackleben auferlegt hat? Weil, seien wir doch mal ehrlich, die gehyptesten Stories oder die besten Stories sind immer mit Drama verbunden. Also da leiden die Wesen dezent. Und klar, dann haben sie auch Wut auf diejenigen, aber sie lernen dann auch. Warum machen wir Menschen diese Storys? Warum sind sie größtenteils dramatisch aufgebaut und zugegebenermaßen scheiße zu den Charakteren? Aber es hat ja alles seinen Sinn. Und es ist so schön. Allein so,
So meine kleine persönliche Goldszene ist ja immer noch, wenn es San, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, zum ersten Mal erstmal ihren Erschaffer trifft. Der glaubt halt zuerst so, oh, cool Cosplay und so original ist ja voll geil. Und der ist es halt so ein bisschen peinlich wegen unter anderem dem Bubi-Ausschnitt. Da meint er dann auch so irgendwann zu ihm, ja, dir wäre das auch peinlich, wenn dich alle so anstarren. Und dann ist aber auch in diesem Moment, ist nicht genau in diesem Moment, aber es hat sich derweil dann auch eine andere Kreation in diesen Ort eingefunden. Und zwar Mamikachan, die ein Mahou-Chojo ist, also ein Magical Girl. Und sie meint zuerst noch so, man soll nicht auffällig tun, damit halt die Deckung nicht auffliegt, ne? Aber dann springt sie vor ihren Fans rum und macht halt diesen typischen Magical Girl Move, den sie da so hat. So wie bei Sailor Moon mit ihrer "Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen." Gib's zu, ihr habt alle geistig diese Handbewegung vor Augen gehabt. aber ja, damit stehen die dann auch so da. Ist das dein Ernst? Und dann, weil sie eine falsche Info bekommen hat von der Person, beziehungsweise der Kreation, die alle ins Leben da in dem Sinne gerufen hat, fangen sie an zu kämpfen. San, ich kann ihren scheiß Namen nicht aussprechen, ist eine magische Ritterin. Also, die kann kämpfen. Allerdings ist sie im Mecha-Genre. Warte, wie ist das? Ich sage jetzt mal geboren. Es ist halt ein sogenannten Vogelritter, was einfach gesagt ein Mecha ist. Sie hat zwar auch ein Schwert, was einen total coolen Effekt hat. Ja, also das ist dann das geupgradete Schwert, aber was ich hier angedeutet habe, in ihrem Gürtel hat sie irgendwo, ich habe vergessen, wo sie das immer reinsteckt, hat sie nur den Griff drin und sobald sie es rauszieht, verpixelt es sich zu ihrer Klinge. Also, sie hat zuerst nur den Griff hier und dann wird es eine richtige Klinge. Das ist voll cool. Vor allen Dingen hast du so keine Verletzungsgefahr. Und Mamika ist halt, wie gesagt, ein Mahou-Shoujo, also ein Magical Girl, einfacher ausgedrückt. Nur Mahou-Shoujo hört sich so cool an. Auch wenn man aufpassen muss, dass man sich nicht verschlottert. Und dann verwandelt sich halt Mamika und greift Essan an. Und sie kann ja auch kämpfen, das merkt man ja dann auch, wenn sie gegen nicht alles. Doch, ich glaube Alisteria. Gegen Alisteria kämpft. Auch eine Ritterin, aber keine magische, sondern so eine natürliche Ritterin, die zwar auch einen magischen Handschuh hat, aber ansonsten so eine richtig fette Lanze, so eine Mischung zwischen Schwert und Lanze. Kämpft. Da kannst du ja auch nicht ihren Vogelritter rufen, der kommt erst sehr viel später im Endkampf, der sich über mehrere Folgen zieht, aber ist voll geil. Egal. Und sie ist, dadurch kann sie halt ihre volle Power nicht zeigen, wie ja dann auch der Autor erklärt, werden dann der Protagonist und der Autor draußen stehen und zusehen, wie sie da durch die Gegend fliegt, weil sie kann fliegen. Ist voll cool. Ohne Flügel. Sie kann einfach fliegen, Bitch. Und dann kriegt sie auch mehr oder minder voll auf die Fresse. Und das Beste, was ich aber daran finde, ist, sie kriegt halt diesen ultimativen Move von Mamika mitten im Flug ab und knallt dadurch halt volle Lotte auf die Erde. Und boom, Explosion und alles. Mamika hat halt vorher auch so normale Herzen durch die Gegend geschossen und dadurch halt natürlich auch Gebäude beschädigt. Und dann steht sie unten, sieht erstmal wie es dann. Ich komme mir so behindert vor, aber ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Halt Blut spuckt und sich dann mit Schmerzen im Gesicht, mehr oder minder, ein bisschen, aufstützt und dann halt wieder aufstehen und merkt halt, dass die ist so ein bisschen demoliert. Und dann guckt sie halt zuerst schockiert zu ihr und dann guckt sie sich so um und sieht so: Fuck, Alter, ich habe dieses große Gebäude zum Teil zerstört. Und das ist ja in Nummer in Magical Girls nicht. Bei Magical Girls wird jeder Angriff stark verniedlicht. Du nimmst, weswegen ich einfach mal Children's Fire,
Jeder Angriff wird einfach so krass verniedlicht, dass du es nicht ernst nimmst, dass da jemand wirklich geschädigt wird oder die Umwelt beschädigt wird. Und die guckt sich dann so um und du siehst dieses Entsetzen im Gesicht, dass sie Schaden angerichtet hat, dass sie anderen wehgetan hat, obwohl sie das ja eigentlich nicht wollte. Ich meine, so sind Mahou-Jojos nicht. Und einfach nur diese Reaktion. Und dann das andere Mal tust dich Essan und ihr Erschaffer halt streiten und Mitora. Aber so sieht sie echt nicht aus. Sie hat eigentlich ein sehr, sehr funktionelles Design und sieht mehr aus wie so, ich sage es mal, Kleinkind. Aber sie ist eigentlich erwachsen, sie ist halt nur klein gewachsen und ihr eigentliches Design hat so gar keine Figurbetonung. Und dann hat sie sich halt so in einer zusammenfassenden Folge, wo sie alles kommentiert. Ich liebe es. Weil sie hat diese monotone Stimme und dann kommt halt Sarkasmus immer richtig geil. Hat sich halt das von jemand anders halt zeichnen lassen, meinte so geil. Und dann hat sie in dieser Folge das an, weil sie einfach einmal richtig geil aussehen will. Und jedenfalls, Meteora ist halt mehr oder minder so dann der Kommentator, die halt alles analysiert und so. Und dann streiten sich eben Essan und der Autor und sie stehen dann so da. Verblüffend. Du hast ihren Charakter so gut beschrieben, dass ihr streiten könnt. Beide gucken sie so voll verdutzt an und dann meint er nur so: Lobst du mich gerade wirklich, dass ich streiten kann? Das kommt einfach so random, so voll geil. Ich liebe es. Das sind einfach so ganz kleine Dinge, wo wirklich so. Vor allen Dingen, es wurde auch endlich mal die Frage erklärt oder geklärt, was auch immer. Warum immer Charaktere, wenn die plötzlich in einer anderen Welt sind, oder erfundene Charaktere, ist ja jetzt nicht die erste Story da, die mit diesem Plot-Twist angibt, so gerne fressen. Weil in unserer Welt sind die Geschmäcker so komplex, dass für sie so ein Feuerwerk im Mund ist und sie deswegen sich so freuen, das essen zu können. Ja, ich gebe zu, ich habe bei meinen Charakteren auch bisher echt noch mich null mit der Nahrung auseinandergesetzt. Oder was man auch in keinem Film sieht. Die Weiber haben keine Tage, Glückwunsch. Die müssen nie pissen, die müssen nie kacken. Die können auch nur alle Jubeljahre mal was essen und die können trotzdem Marathon rennen und alles. Aber es ist dann trotzdem so. Es war dann auch so, oh cool. Es wird mal erklärt, warum die Charaktere einfach grundsätzlich immer verfressen sind, wenn die irgendwo anders landen. Also so ganz viele kleine Easter Eggs. Und Megane hier. Ich habe sie wohl gemerkt als Chibi dargestellt, weil sie kommt am Anfang auch als Kommentator rüber, aber als sehr sarkastischer, teilweise zynischer Charakter rüber, der wie gesagt kommentiert und die am Ende eine extrem wichtige Schlüsselfigur ist, weil nur so können sie dann den Gegner besiegen. Aber ich will es nicht erklären, weil die Story ist echt komplex. Und vor allen Dingen, was ich am geilsten daran finde, es ist kein dummes Rumgeballer oder blindes Rumgeballer, es hat alles seinen Sinn. Sie müssen auch taktisch vorgehen. Ihre Kraft hat zum Teil mit Psychologie zu tun. Das ist. Ich finde das so cool. Und als ich mir dann zum wiederholten Male die Serie durchgesuchtet habe, bin ich wieder ein bisschen abgeschweift und habe mich gefragt, warum lieben wir Menschen es, Storys zu erfinden? Warum gucken wir sie gerne? Was fasziniert uns so daran? Warum machen wir das? Weil ich meine, wir könnten auch alle ohne damit leben. Wir könnten auch ohne Romane leben. Wir könnten ohne Animes leben. Wir könnten ohne jegliche Art von Serien leben. Und trotzdem saugen wir es teilweise richtig in uns auf. Ich meine, es gibt die ganz krassen Suchter und es gibt die, die nur fast nichts. Also, die nur alle Jubeljahre meine Serie gucken und so. Dazu gehöre übrigens ich, weil ich irgendwie so meine Watchlaune brauche. Keine Ahnung, ist nicht zu erklären. Aber warum fasziniert uns Menschen so sehr Stories? Warum schreiben wir die? Was geilt uns daran auf? Und vor allen Dingen, warum können wir Gefühle zu Charakteren entwickeln? Warum das alles? Thank you.
man kann vieles machen mit Stories. Es können einfache sein, die einem einfach nur Hoffnung geben. Es können zerstörerische sein, die einfach nur da sind, um deine Ängste zu verarbeiten. Egal wie krass du sie darstellst oder nur eins zu eins darstellst mit einem Slice of Life. Aber was sie wohl vor allem sind, ist Hoffnung. Sie lassen uns lachen, weinen, trauern. Sie können alles mit uns machen. Es ist zum Teil können uns Stories manipulieren. Ich meine, ja, ich sage jetzt mal, jeder hat irgendwo eine Story gesehen, die er sie als Fangirl und die zum Teil beeinflusst hat. Sei es, weil moralische Werte weitergegeben werden, obwohl wir die alle von unseren, okay, obwohl wir die fast alle von unseren Eltern kennen oder aus Schule und Co. Aber trotzdem, es gibt öfters immer einen Charakter, von dem du nochmal richtig die Moral innerlich aufgeprägt bekommst. Sei es der Beschützerinstinkt, dass man sich selbst lernen zu mögen, wenn man in der Story merkt, oh verdammt, das kenne ich ja alles. Oder sonstiges. Es ist wirklich faszinierend, wie etwas Fiktionelles uns so beeinflussen kann. Es kommt immer auf die Person an. Aber ich glaube, jeder hat dazu einen Moment, wo er sich dachte, wow. So will ich auch mal sein. Und da ist es wieder. Es hat uns beeinflusst. Ich komme mir gerade vor wie so ein alter Sack. Ich habe aber leider Gottes keinen so einen Fake-Bart, den ich mir dann einfach rankleben könnte. Und selbst wenn, seht ihr es ja eh nicht. Ich werde wahrscheinlich nicht der einzige Storyschreiber sein, der sich persönliche Gedanken, Ängste und auch Erlebnisse verarbeitet in seiner Story. Aber vor allen Dingen irgendwo seine naive Hoffnung loslässt. Ich selbst bin ein sehr, sehr pessimistischer Mensch. Ich bin allem und jedem gegenüber misstrauisch und habe grundsätzlich den Blick des Todes drauf, wenn mich nur jemand anspricht. Auch auf Arbeit. Das hat sich da nicht gebessert. Also, ich muss sagen, so insgeheim tun mir mal alle Leute leid, die ich aufgedrückt bekomme. Weil ich momentan der, naja, erfahrenste Azubi bin, aber das wäre eine andere Geschichte. Aber jedenfalls soll ich dann ihnen eben immer zeigen, wie alles geht, aber naja, ich habe keine Lust. Und was so mit der Hauptgrund ist, ich bin scheiße im Erklären. Aber eine Story erklären ist wieder eine ganz andere Geschichte als ein Arbeitsablauf. Jetzt gerade in diesem Bezug, also jetzt in Bezug auf Manga und Anime, du hast das Visuelle. Klar, du musst es auch noch zeichnen können, solange du nicht die Kohle hast, jemand anderes beauftragen. Aber, Entschuldigung, der Tag war wieder scheiße. Aber du kannst es visuell übertragen. Und das ist es dann wieder. Du hörst nicht nur, was passiert ist, du siehst es auch. Und vielleicht im Inneren stellst du dir unterbewusst dar oder du fühlst auf einmal mit. Dir kommt die Situation so bekannt vor. Auch wenn es vielleicht alles in einem Fantasy-Setting ist. Aber es geht einfach nur darum, jemand verliert etwas. Sei es eine Person oder einfach nur eine kleine wichtige Sache, die man die ganze Zeit versucht hat zu beschützen. Sei es einfach ein täglicher Moment, dass du jemanden immer wieder siehst, aber plötzlich verkrachst du dich und er ist kaputt. Du hast ihn nicht mehr. Du kannst ihn ebenfalls auch nicht wiederherstellen. Und dann ist es wieder. Du vermisst es plötzlich. Es ist die ganze Zeit da. Ob du es willst oder nicht, du hast eine gewisse Erwartenszeit. Du erwartest, dass es immer wieder passiert.
Und plötzlich ist es weg und du weißt auf einmal, egal wie klein und dumm es war, es ist wichtig. Es ist dir so scheiße wichtig. Du kannst wegen banalen Sachen plötzlich losheulen. Und genau da kommt wieder das Wichtigste von jeder Story in den Punkt. Charaktere. Sie tragen die Story. Sie sind das Wichtigste bei einer Story. Ihr könnt mich ja gern versuchen zu überreden, aber es gibt nichts Wichtigeres als Charaktere in einer Story. Erstens, warum habe ich schon wieder gefühlt 50.000 verschiedene Stifte? Und ich bin noch nicht mehr fertig, es fehlen noch ein paar Töne. Aber okay. Aber können wir kurz innehalten und diesen Body bestaunen? Ich mag halt einfach nur daran, dass das so trainiert aussieht, obwohl du halt keinen Muskelansatz siehst. Aber das ist eigentlich vor allem wegen den Einkerbungen hier. Und ich hätte es ein bisschen breiter setzen sollen. Es ist so, es ist halt echt arg dünn, finde ich. Aber okay. Und ja, wie gesagt, haltet bitte dieses Video kurz an. Drückt gegebenenfalls auf den Like-Button und lasst bitte einen Kommentar da. Also das Wichtigste ist wirklich dieser Kommentar und bestenfalls noch ein Abo, aber es wäre schon mal ganz geil, wenn überhaupt erstmal ein Kommentar kommt. Weil Kommentare sind motivierend. Das ist wirklich. Wow. Gut. Und die Movies sehen auch ganz schön aus. Auch wenn ich kurz festhalten möchte, bevor ich es später wieder vergesse. Ich hasse ihr Oberteil. Was ich später, wenn ich dann mit dem Rest fertig bin, werde ich noch mit Silber diese kleine Kette machen, die die Boobies festhält. Aber es ist halt so, in dem Sinne, das Oberteil ist nur nötigster Stoff. Und auch wenn ich vor allen Dingen auch relativ wenig Oberstoffe. Also. Entschuldigung. Relativ wenig Stoff im Oberteil verarbeite, sieht es trotzdem, es tut mir leid, Meteora, nicht so nuttig aus. Also ich finde halt, ich liebe die Hose. Und dann kommen wieder die Strapsen und diese Schuhe und dann stehst du da. Es ist genauso wie bei Sailor Moon mit den Starfighters. Es tut mir leid, aber ihr Outfit ist für mich einfach nuttig as fuck. Erstens, ich hasse wie die Pest Stiefel, die über die Knie gehen, weil das sind dann immer halbe Hosen. Und mich triggert das irgendwie. Dann ist ihr komplettes Outfit fast nur Lack und Leder. Und es ist halt dezent knapp gehalten. Und mich hat dieses Outfit schon immer getriggert. Ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst. Ihre Charaktere sind mir immer noch, ehrlich gesagt, ein bisschen Latte. Entschuldigung. Musste sein. Aber ihr Outfit ist ihr Design nach verwandeln, ist für mich das Schlimmste, was existiert. Und ja, jetzt habe ich eure Kindheit getriggert. Für die Leute, die Sailor Moon mögen. Tötet mich dafür, aber ich hasse ihr Outfit, wie gesagt. Deswegen. Blah. Entschuldigung. Ich wollte es dir ja nur mal anmerken. Wie gesagt, das ist dann auch halt das. Ich mag die Hose und wäre das wenigstens noch.
mehr, etwas mehr Stoff gewesen, wäre es viel geiler gewesen. Aber so hat es echt was Nötiges. Und irgendwo schäme ich mich so ein bisschen für Meteora. Weil sie hat sonst in ihrem eigentlichen Design, hat sie eine sehr funktionelle Kleidung. Also da siehst du wirklich gar nichts von ihrem Body. Dadurch sieht sie ja, ehrlich gesagt, auch mehr aus wie ein kleines Kind und weil sie ja doch relativ klein ist. Auf jeden Fall kleiner als Essen. Ich kenne ihren Namen immer noch nicht. Aber ja. I'm really, really sorry, Meteora, aber dieses Outfit ist einfach nur nuttig in meinen Augen. Aber es macht Spaß, das zu zeichnen, weil Haut. ich liebe es. Vor allen Dingen dunkle Haut. Es ist dunkle Haut. Oh. Ich werde es auch als Umfrage um reinpacken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal draufklicken. Aber ansonsten schreibt es einfach in die Kommentare. Kommentare sind immer gut. Was colort ihr lieber? Dunkle Haut? Also jegliche Braunnuancen oder normale Helle? Ich habe braune. Seit ich das erste Mal ausprobiert habe, muss ich mich echt zusammenzureißen, nicht jeden weiteren Charakter noch einen Braunton zu verpassen, aber. Naja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Charakter dezent ist. Dass der Schu Zuschauer sich so denkt, ja, das ist anwesend, aber alles andere ist mir ehrlich gesagt glatte. Denn die Charaktere tragen die Story. Liebst du den Charakter, kannst du die dümmste Story überhaupt durchgucken und du kannst sie am Ende sogar feiern. Einfach nur, weil der Charakter. Mein bestes Beispiel ist da für mich Kill la Kill. Also, die Story ist am Ende irgendwo noch logisch, aber im ersten Moment ist die einfach nur so richtig schön hirnrissig. Aber die Charaktere haben es einfach gerettet. Ich liebe ihr Marco. Oder Makoto? Egal. Sie ist Liebe. Mio ist auch ganz cool, aber Marco da mit ihrer Storytime ist der Burner. Hast du Charaktere? Ist es auch irgendwo immer noch ein Grund weiterzugucken? Also hast der Zuschauer einen Charakter? Ist es immer noch ein Grund weiterzugucken? Weil Rache ist süß. Dieses Bedürfnis haben wir alle. Ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht. Es ist da. Das ist wie Gier. Ich weiß gerade, ich glaube, das ist keine Todsünde, aber es sollte eines sein, weil jeder hat mindestens einmal im Moment, einmal im Leben, einen Moment, wo er jemanden stumpf gesagt umbringen will. Wenn es bei euch anders ist, Glückwunsch. Ich habe irgendwie diesen Moment täglich. Mindestens. Stichwort Öffis. Egal. Wirklich, die Story kann so 0815 sein, wie es sein soll. Deswegen, ich meistens zum Beispiel keine Slice of Life gucke, weil ich ganz gern doch eine geile Story haben will. Aber der einzige Slice of Life, den ich wirklich feier, also wo das das Hauptgenre ist, ist Kotorasa. Zugegeben, es hat mich gecatcht wegen einem Fantasy-Aspekt, weil der Charakter Gedanken lesen kann. Und deswegen kriegt ihr auch am Anfang voll die zerstörerische erste Episode, wo du einfach nur heulend davor sitzt. Aber dann die restlichen Folgen sind alle wirklich einfach nur Alltagsscheiße und ihre Fähigkeit wird als Running Gag missbraucht. Als wunderbarer Running Gag gepaart mit Eiichi. Es ist der Hammer. Aber das ist dann für mich auch wieder so ein Punkt. Es ist einfach, die Charaktere haben mich mitgezogen. Das ist genauso wie von meiner Lieblingsserie Ruby, wohl RWBY, wo ich diesen kleinen Easter Egg gerade am Anfang gemacht habe. Zugegeben, in der vierten und fünften Season schleicht die Story zu Rand und jetzt in der sechsten ist sie auch nicht so schnell, aber ich muss sagen, ich genieße es, weil es gibt so viele Character Moments. Schöner wie vor allen Dingen trauriger. Och Gott, wenn ich da an die letzte denke, die öffentlich ging. Scheiße, ey, schon wieder dasselbe Stich ins Herz, aber. Ich musste heulen. Ich musste definitiv heulen. Und auch bei ein paar Reaction-Videos, die ich dann geguckt habe, musste ich auch wieder mit heulen. Aber auf der anderen Seite, ich musste irgendwo lächeln. Weil es war so schön zu sehen, wie sie mit den Charakteren arbeiten. Und ich muss gerade wieder hören, wenn ich dran denke. Ich hoffe, man hört das nicht so raus, aber
Ich werde bei dieser Serie so sentimental, das ist der Wahnsinn. Ich meine, zum Beispiel, falls du es geguckt hast, die erste Season ist ja eigentlich nur da, damit du verstehst, wie diese Welt funktioniert. Aber es hatte einfach so, aber ich für meinen Teil habe mich halt sofort in Yang verliebt. Also sie ist meine Waifu schlechthin. Danach kommt Nora und dann ganz viele andere. Aber es sind so kleine Dinge, die ich liebe. Wie bei Recreators jetzt, wo zum Beispiel, wo ich meinte, ja, die wurden dann gelobt, dass sie streiten können, dass der Autor, die Essa, ihren Charakter so gut entwickelt hat, dass sie streiten können, dass sie ihre eigenen Morale hat, dass sie ihre eigenen Werte hat, dass sie wirklich ein Charakter ist und nicht nur eine Puppe, die von A nach B geschickt wird. So ist es dann, ja, Yangs Mutter entführt. Aus Versehen White. Und weiß halt nicht, dass es Yangs Mutter war. Und sie sind auf einmal beide da und dann meint eben so Yang, ah, da bist, was machst du denn hier? Ja, ich wurde von ihr entführt. Und dann machen einfach nur Yangs Mutter so, ach, einfach nur solche kleinen Geräusche oder wo ein Bandit Yang reinlegen will und dann halt ins Abseits lotst. Und dann so meint, ja, bleib mal hier, ich hol mal kurz was. Steht halt auf von ihrem Motorrad und geht halt weg. Die guckt ihm nur so hinterher, schiebt die Sonnenbrille runter, schüttelt kurz den Kopf. Es sind einfach solche kleinen Gesten. Ich liebe es und ich muss sagen, ich achte auch immer mehr drauf. Und es ist einfach so, kennt zum Beispiel, einfach nur als Abschlussfrage. Ich hoffe, ich kriege alle meine aufgenommenen Sachen in das Video rein. Habt ihr eine Serie, wo ihr keinen Charakter mögt oder liebt und die wirklich bis zum Ende geguckt? Denn nur damit würdet ihr meine Hypothese stürzen. Wenn ihr wirklich eine Serie hättet, wo ihr sagt, ich hasse alle oder die sind mir alle egal, aber irgendwie hat es geschafft, die Story mich zu packen, dann Glückwunsch. Ich brauche mindestens einen Charakter, den ich liebe, damit ich das wirklich zu Ende gucke. Und ich hatte bisher keinen gegenteiligen Fall. Ja, und bevor ich es vergesse, danke, dass wir die 100 Abos jetzt erreicht haben, aber da wir das nicht letztes Jahr noch geschafft haben, da habe ich es nämlich zu mir gesagt, dass ich damals mache, kann ich mich jetzt davor drücken und es kommt erst bei 150 oder wenn ich bis dahin immer noch keine Lust habe, 200 ein Special, also eine Verlosung. Bis dahin wird es vermutlich noch dauern. Ich bin eh noch beschäftigt mit Prüfung und weil die Macht des Editieren existiert. Vor einer großen zweistelligen Zahl werdet ihr mein Gesicht nicht unverpixelt sehen. Yeah.
Falls ich jetzt damit jemanden getriggert habe. Ich hab dich lieb. Die Macht des Ätien ist sowas Geiles. Und ich glaube, ich werde jetzt aus Prinzip immer meine Fresse mindestens einmal im Video reinhalten und verpixeln und ganz viele Effekte ausprobieren. Wobei ich glaube, ich nur einen gesehen habe, der richtig schön verpixelt, den ihr auch schon kennt. Egal. Einfach nur, weil es Spaß macht. Ich kann bestimmt irgendjemanden damit triggern. Ich kann weiter introvertiert sein und Leute ärgern. Das ist so geil. Damit wäre es endlich geschafft und ich denke mir, ich mache mal eine neue Tradition. Wir gehen am Ende immer rum, wie viele Stifte und wie rumliegen. Wobei ich dazu erwähnen muss, ich habe ein paar Brauntöne, also die vom Gold, weggepackt, damit ich etwas Platz habe. Aber das hat jetzt auch nicht so geholfen. Also ihr könnt euch so 4, 5 Stifte dazu denken. Ich weiß nicht, woher der Spitzer ist. Den habe ich meiner Mutter abgeluchst, weil der einfach so geil spitzt. Alle anderen haben irgendwie meine Buntstifte immer beschädigt, aber der ist so geil. Immer noch Dankeschön an Irene, dass du mir beim Wisch den Nachfüller noch geholt hast, obwohl ich es relativ knapp Bescheid gegeben habe, weil es kurz davor alle ging. Und das hier zeige ich euch jetzt nur, damit alle Künstler neidisch werden. Vor allem das Geilste ist, ich glaube. Also ich tippe mal durch die Halterung, es hat einen ganz, ganz kleinen Magnetchip unter der Klappe, weil, let the magic begin. Wobei man sieht es, ja, es geht nicht runter und es hält halt hier auch nichts. Also ich glaube, da ist irgendwie so ein bisschen dünne Magnetscheiben mit drin. Total cool. Ich habe es gebraucht gekauft für 30. Ich glaube, es sind auch fast 30 Stifte drin. Ich könnte jetzt sehen, aber ich bin zu faul. Tja. Das sind Rezeptsachen für Prüfungen. Meine Schmierdinge, die muss ich noch sauber übertragen. Meine kleine Halterung jetzt zuletzt. Davor war es immer größtenteils, wenn das Bild richtig lustig hochkant ist, obwohl schräg. Groot. Ist der nicht süß? Ich find das immer noch süßer als. Es gibt auch die Version mit Händchen und irgendwas anderes. Aber ich mag die auch am liebsten. Wobei die meine Mutter zufällig bestellt hat. Sie wusste nicht, dass ich den eigentlich noch holen wollte. Für eine Freundin. Okay. Und was ich jetzt zuletzt gemacht habe, was man auf der Kamera nicht so wirklich sieht. Ich habe ja die Nähte eingezeichnet mit Buntstiften. Ich liebe einfach solche kleinen Details, weil das macht einfach ein Bild realistischer. Und da ich ja jetzt auch Cosplayer und Schneidern, weil ich nicht fertig kaufen will, ich liebe halt das Handwerk dahinter, ist das für mich zum einen, ich verstehe dann den Schnitt besser, weil ich will eigentlich meine eigenen Babys auch selbst nachmachen, deswegen versuche ich das auch da mehr einzublenden. Und zum anderen, es macht halt die Kleidung so detaillierter, also durch den Details wird es realistisch, obwohl du nicht Realismus zeichnest. Versteht man, was ich meine? Nein? Naja, und wenn sie schon alle Gold haben müssen, dann muss da einfach mein kleiner Effektzwang mit rein. Sieht man das jetzt? Ja, so ein bisschen. Ich habe halt überall so ganz dünn Gold aufgetragen. Und auf ihren Schwert, wie Meganes Augen, Silber. Ihr kennt doch alle, wenn ihr Animes guckt, wovon ich jetzt einfach eiskalt ausgehe, diesen Moment, wenn der Charakter große Augen bekommt, meistens Kinder, und dann kommst so ganz viele weiße Bubbles, sag ich jetzt mal, und dann blinken die mehr oder minder so und
drehen sich so im Kreis und keine Ahnung. Das ist bei ihr auch. Sie freut sich halt so irgendwie, weil diese zwei Designs existieren in dieser sehr exakt einmal. Das hier ist einfach ein badass Moment, wo sie vom Tod gerettet wird. Und hier ist Meteora in ihrer Erzählerrolle, wie sie gerne aussehen würde. Und die zwei sind Bros. Von Anfang an. Deswegen auch dieser kleine Move. Und ich weiß eigentlich, ich halte mit der Hand der Kamera. Na, eigentlich. Warte. Und zum dritten Mal. Eigentlich macht man ja, das ist anstrengend so, Alter. Genau so. Dann sieht es immer kräftiger aus. Aber es sind Mädels, es sind badass Women, sie dürfen das auch auf leichtere, zierlichere Art und Weise machen. Und ihr Schwert ist eigentlich innerhalb von spätestens 2 Sekunden fertig stabilisiert. Aber ich wollte einfach, weil dieses Pixel-Effekt auch noch einen anderen Grund bzw. eine andere Bedeutung in der Serie hat, das ganz gerne einbringen, weil es auch wieder gut mit dem Outfit in Zusammenhang steht und mir fällt gerade was auf, was ich noch machen wollte. Heavy breathing. Ich habe es auf irgendein Artwork gesehen, dass sie da so einen ganz, ganz dünnen Goldstreifen hat in der Mitte. Und da ich diesen Effekt immer noch liebe, musst du mit drauf. Glitzer. Ja, und deswegen auch We're Back, Bitches. Und wie irgendwann zwischendurch erwähnt, Megane ist halt so die kleine Kommentatorrolle, die sich überall mal kurz reinfluppt, wie sie Lust und Laune hat. Wie sie so schön sagt, ich will einfach nur Spaß haben. Ich liebe sie. Egal. So, das erklärt. Dann danke fürs Zugucken und vor allen Dingen Zuhören. Es ist ja mehr immer Zuhören. Ich hoffe, es war ganz interessant. Es hat euch gefallen. Eventuell konntet ihr euch beim Colon was abgucken. Also, dass ihr jetzt versteht. Keine Ahnung, wie. Wie könnte ich meine Haare besser darstellen? Entschuldigung. Aber ich liebe halt Harakulan, deswegen war das gerade so, was mir spontan einfällt. Und Alter, sie shining alle. Okay, außer ihrs. Ich hasse kurze Haare. Ich hasse es, kurze Haare zu zeichnen, Alter. Und zu colorn erst recht. Meteora, freu dich, dass ich dich so sehr mag, dass ich dich gezeichnet habe. Keine Ahnung, ob unterbewusst, aber ich habe meistens auch Lieblingscharaktere auch nur mit langen Haaren und am besten noch so hochgetakelt und so ein Scheiß. Ich liebe es, Struktur zu zeichnen. dann seht ihr jetzt gleich zwei Videos aufploppen, die auch noch mit zu dieser P&Q-Reihe gehören. Wenn ihr da reinklicken wollt, dann Dankeschön. Dann seht ihr gleich meinen kleinen Avatar zum Erinnern von Abo. Aber was mir ein bisschen wichtiger ist, ihr müsst mich nicht abonnieren. Wäre ganz cool, wenn ihr es tut. Lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Wie gesagt, zu der Frage, die ich gelassen habe jetzt am Ende. Gegen Ende. Oder was euch so zwischendurch aufgefallen ist, wie ihr das Video fandet und so weiter. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und vor allen Dingen freuen, weil ein Abo, nicht ein Abo. Ein Kommentar ist für mich momentan so das größte Lob schlechthin, weil jemand gibt sich die Zeit, was zu tippen und hat es anscheinend zu Ende angeguckt. Das ist balsam für die Seele, Leute. So, nächste Woche, vermutlich Dienstag, kommt dann auch wieder das nächste Video, diesmal dann der zweite Part von meinem alten Stoff, was dann auch wieder ja, am Ende lustig wird. Nein, es wird kein Rage geben. Ich bin zufrieden mit meiner Scheiße. Auch früher und auch wenn ich darauf zurückblicke. Insbesondere wenn ich darauf zurückblicke. Und ja, wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Abo ist auch ganz geil. Däumchen könnt ihr drücken, wie ihr lustig seid. Egal, runter oder hoch oder runter. Und er macht so Augen zu und bewegt die ganze Zeit hin und her. Und dann mal sehen, was kommt. Ich meine, klar, es freut mich auch, wenn ich sehe, es gibt eine relativ hohe Like-Zahl. Aber es ist so, ich möchte Kommentare. Jeder andere YouTuber auch. Ich habe schon wieder viel zu viel rumgelauert.
Man sieht sich hoffentlich das nächste Mal. Ich danke, wie gesagt, fürs Einschalten. Und das nächste wird wahrscheinlich wieder mehr Aufrufe bekommen, wie das andere und Stuff, aber das ist normal. Adios.